Nicht die Heimat opfern. Leserbrief zu den Berichten über das geplante BMW-Werk in Straßkirchen. Die Bürgerinitiative Lebenswerter Gäuboden, die gerade knapp 500 Unterschriften gegen das geplante BMW-Werk eingereicht hat, lässt ein wenig auf Vernunft und Augenmaß hoffen. Das Betonieren wertvollster Gäubodenfelder mit höchster Bonitur ist nichts weniger als eine Todsünde. Alle Nahrung, die wir nicht selbst anbauen, muss über die Weltmeere verschifft werden, eine ökologische Barbarei in vielerlei Hinsicht. Und glaube bloß niemand, dass es bei den 105 Hektar bleiben wird, denn Großbetriebe haben Magnetwirkung. Nicht weit entfernt werden auf 60 Hektar weitere Photovoltaikanlagen geplant. Die verkehrsgeplagten Straßkirchner werden mit dem Bau einer Ortsumgehung und hohen Gewerbesteuererwartungen gelockt, wofür ihre Politiker bereit scheinen, ihre Heimat zu opfern. Die Zahl der versprochenen Arbeitsplätze ist mittlerweile ziemlich geschrumpft. In der Hauptsache werden wohl Mitarbeiter aus anderen Werken verlagert. Ich kann nicht begreifen, dass sich ein so führender Autobauer wie BMW durch das Klimamärchen dazu verleiten lässt, nicht mehr das zu produzieren, wofür es Weltruf genießt. Beste Verbrenner, die aus Umweltsicht von E-Autos erst bei über 200.000 Kilometer Laufleistung eingeholt werden. Die Akkutechnik ist zudem gefährlich. Ich darf an Fahrzeugbrände und brennende Busdepots erinnern. Aber auch kleine Lithium-Akkus bei Bohrschraubern oder E-Bikes haben schon Häuser abgefackelt. Mit Umweltschutz hat das alles wenig zu tun. Vom Lithiumabbau in der dritten Welt hört man nur übelste Sachen und bei Dunkelflaute müssen die E-Autos sowieso mit Strom aus Großkraftwerken geladen werden, die nur etwa 30% der eingesetzten Primärenergie nützen. Der Rest geht als Wärmeabfall oder für Leitungsverluste verloren. E-Autos belasten die Luft halt über die Kraftwerke, ihre Sauberkeit ist reine Augenwischerei. In Boschingen liegen wir etwa 5 Kilometer Luftlinie vom geplanten Werk in Hauptwindrichtung entfernt. Was ist an Emissionen zu erwarten? Welche Gefahr geht für die donaubegleitenden Grundwasserströme bei Unfällen aus, die ja zur Waldwassermischstation bei Plattling fließen? Der gigantische Wasserverbrauch im Brandenburger Tesla-Werk ist bekannt. Wie wird es einmal in Straßkirchen-Irlbach sein? Bauernvertreter haben auch schon gefordert, dann auch mehr Tiefbrunnen nützen zu wollen. Motto: Wenn BMW das darf, wollen wir auch. So viele Fragen, die öffentlich leider zu wenig diskutiert werden.